CC an der Hautklinik Innsbruck beschäftigt? Von 1976 bis 1981. Das ist eine relativ überschaubare Zeit. Das ist richtig, ja. Wie viele Ärzte waren zu der Zeit an der Hautklinik Innsbruck? Das ist schwierig. Ich würde schätzen, insgesamt ungefähr 30, so mit Turnusärzten. Mhm. Damals gab es auch noch Turnusärzte dort. Nicht? Und der Unterschied zwischen Wien und Innsbruck, der Wechsel von Wien nach Innsbruck, war das sehr anders? Naja, also für den Anfang war es anders, weil damals gab es in Innsbruck, im Unterschied zu Wien, eine geteilte Dienstzeit. Also man hat zum Mittag aufgehört und hat am späteren Nachmittag wieder begonnen. Das war aber so, wie wenn man frisch anfängt. Nicht? Da sind sämtliche Visiten wiederholt worden, die Ambulanzen wieder geöffnet. Und das war eine etwas seltsame Geschichte. Wir haben das dann nach einiger Zeit an die internationalen Standards angepasst und haben einfach bis heute am Nachmittag gearbeitet und dann war frei, nicht? Ja. Aber das war also die einzige Sache, die mich wirklich so ein bisschen gestört hat. Nicht? Weil die Leute sind in dieser in der langen Mittagspause, sind die am Berg Skifahren gegangen. Nicht? Ist nichts dagegen einzuwenden, nicht? Aber dann sind sie in Skikleidung an die Klinik zurückgekommen, nicht? Mussten sich umziehen, duschen, alles Mögliche. Nicht? Also, ja. Ich bin übrigens. Mein erster Arbeitstag war an dem Tag, wo die Reichsbrücke in Wien eingestürzt ist. Und da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich alle Brücken nach Wien abgebrochen. das ist ja eigentlich wie so eine italienische Siesta, nicht? Von wann bis wann war das? Also ich glaube, das hat so dass man ungefähr um 12:30 aufgehört hat und dann so um 4:30 wieder begonnen hat. Nicht? Das ist einfach allgemein üblich so. Das war allgemein nämlich, das war vor Jahrzehnten offensichtlich auch an den Wiener Kliniken üblich, ist aber schon also lang vor meiner Zeit umgestellt worden auf eine durchgehende Dienstzeit. Nicht? Und in Innsbruck war die Hautklinik die erste Klinik, die es umgestellt hat, oder war das eh so eine Bewegung? Ich glaube, wir waren die erste Klinik, die das umgestellt hat, ja. Mhm. Weil die meisten haben bestanden auf der langen Mittagspause, weil man da eben am Berg gehen kann, nicht? Im Sommer und im Winter, nicht? Je nachdem, was man halt getan hat. Wie war die Zusammenarbeit unter den Ärzten, aber auch Ärzte und Pflegeärzte und MDAs? Also die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal war eigentlich sehr gut. Also ich muss sagen, wir waren überrascht eigentlich über die Freundlichkeit, vor allem der Schwestern. Pflege hat es nicht so viel gegeben, im Vergleich zu Wien, wo viele grantig waren, nicht? Mit den Kollegen, ja, die haben natürlich, sie haben am Anfang nicht gewusst, wie sie uns begegnen sollen, nicht? Weil wir sind so eine Wiener Truppe gekommen, nicht? Und da waren also die einheimischen Assistenzärzte und eine Gruppe von Oberärzten aus der Fremde, ne? Und da waren sie sehr skeptisch am Anfang, nicht? Aber sie haben sich dann daran gewöhnt und das ist dann eigentlich ein sehr angenehmes Verhältnis entstanden. Was waren die klinischen und auch wissenschaftlichen Schwerpunkte jetzt persönlich? Ja, ich war damals noch vorwiegend in der Elektronenmikroskopie tätig. Da war der Gerold Schuler, ist dann dazu gestoßen, hat dann das eigentlich alles übernommen, die ganze Elektronenmikroskopie. Und ich habe mich dann mehr auf die Fotobiologie gestürzt sozusagen, nicht? Und ja, also das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt und ja, also was vielleicht zu den Kollegen noch zu sagen ist, zu den Jungen, es war für uns natürlich ein bisschen schwierig, am Anfang die Tiroler Bergbauern sozusagen zu verstehen, die stationär waren, und noch viel ärger war es mit den Vorarlbergern, nicht? Und ich hatte also einen Tiroler und Vorarlberger Assistenzarzt und die haben wir dann jeweils bei der Visite übersetzt. Dann später das Tirolerisch habe ich dann schon gelernt, Vorarlbergerisch aber nicht. Ne? Also ich erinnere mich gut noch an einen Patienten, das war sein Schlüsselerlebnis. Der hat eine Skabies gehabt, ne? Und ich habe gefragt, was haben Sie? Und da sagt er, Doktor in Handen, Biska. Ne? Ich habe mir gedacht, was soll das heißen? Ne? Der nimmt Bisonika. Da hat mir eben der Vorarlberger übersetzt, Bies heißt beißen, also jucken, und ich habe
mich juckt es halt. Ne? Und dann wusste ich, also, was er hat. Ne? Aber das war ganz lustig, eben so die ersten Übersetzungsdienste. Nicht? Ja. Die Fotobiologie, das war ja eigentlich was ganz Neues. Nicht? Das war in Innsbruck neu. Wir haben damals die Geräte auch angeschafft. Es gab gar keine Fototherapie und auch nicht die Fotobiologie im wissenschaftlichen Sinne. Nicht? Und das hat sich dann entwickelt und ja, ist also ganz gut geworden. Wir haben lauter neue Geräte natürlich gehabt, im Unterschied zu Wien, wo wir zum Teil selbst gebastelte Bestrahlungseinheiten gehabt haben. Nicht? Und der Obermacher war ein gewisser Herr Nicolussi aus den Sette Comuni da in der Nähe von Vicenza ist das. Nicht? Und der war ein ewiger Medizinstudent, der war in ungefähr 40. Semester Medizin, aber der hat den ganzen Laden der Phototherapie eigentlich geschupft. Das ist wunderbar gegangen. Er war ein netter Kerl. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kein Doktor, auch bis jetzt nicht. Jetzt wird er auch schon an die 70 sein, würde ich schätzen. Ja, von dem habe ich nie was gehört. Ja. Na, Nicolussi ist ein typischer Name für die Gegend. Die heißen dort alle Nicolussi. Ne? Das ist so wie in Tauber zum Beispiel, da heißen, glaube ich, alle Diener. Eine Mägel, ja. Das ist aber Anhäufung von Namen. Die haben ja so ein eigenes seltsames Deutsch. Nicht? Das ist so ein bisschen Mittelhochdeutsch, wie die sprechen. Nicht? Aus Italien? Die sind eine Enklave. Das ist ja nicht ein... Die sind nicht im, also es ist südlich von Trentino, also es sind nicht in Südtirol. Mhm. Und die heißen die Sette Comuni, das sind Gemeinden. Und da heißen etwa die Hälfte davon Nicolussi, meistens mit einem Bindestrich und noch irgendeinen zweiten Namen dazu, damit man sie unterscheiden kann. Ne? Wurde die Nähe zu Italien auch für Klinikausflüge genutzt? Ja, also vor allem Südtirol, nicht? Also wir sind natürlich oft am Abend nach Südtirol essen gegangen, nicht? Also ich war, mein Lieblingsrestaurant war der Staffler in Mauls. Ich glaube, der ist immer noch gut. Das einzige Problem war, dass wir damals keine Sommerzeit hatten und die Italiener schon. Das heißt, wenn ich um 8 weggefahren bin aus Wien, aus Innsbruck, war es schon 9 in Südtirol. Also man musste relativ zeitlich fahren, damit man also noch die Küche genießen kann. Ne? Aber wir waren oft natürlich eingekauft, haben wir am Brenner, nicht? Das ganze Obst und damals waren Zigaretten in Italien wesentlich billiger als bei uns und da haben wir natürlich auch immer Zigaretten eingekauft, sind aber dann vom Brenner nach Sterzing hinuntergefahren und über die Autobahn zurück, weil da haben sie einen nicht aufgehalten. Ne? Während wenn man vom Brenner direkt gekommen ist, haben die Grenzen natürlich geschaut, was man eingekauft hat. Ne? Und es ging vor allem, dass man, glaube ich, keine Salami einführen durfte. Also verschiedene Sachen waren also nicht gestattet. Ja. Noch einmal zurück zur Fotobiologie. Da war ja eine gewisse Parallelentwicklung zwischen Boston und Innsbruck, wenn ich das richtig weiß. Das ist richtig, ja. Ich war auch längere Zeit in Boston beim Fitzpatrick und wir haben dort ein paar Experimente gemacht an sich mit DNA-Reparatur. Und nach UV-Bestrahlung und gemessen, wann und wie viel und wann wird es repariert und so. Also das war ein Projekt, das ich eben mit Boston gemeinsam, da war eigentlich der John Parrish mitbeteiligt. Nicht? Kann man sagen, dass das schon die Geburtsstunde der PUVA-Methode war? Na, PUVA ist eigentlich schon in Wien geboren gewesen. Nicht? Also auch das kam aus Boston von Fitzpatrick und mit seinen Mitarbeitern. Und wir haben damals eben von einem Tischler Bestrahlungseinheiten zimmern lassen und haben die Lampen dort eingebaut. Nicht? Das war nicht so einfach, aber es hat genauso funktioniert. Und dann erst später ist dann die Firma Waldmann aufgetaucht am internationalen Markt und hat also diese Geräte mit denselben Lampen natürlich dann vertrieben. Aber die Geburtsstunde war eigentlich in Wien. Wie der Fitzpatrick nach Wien kam und hat eben die ersten Untersuchungen gemacht mit den Lampen, weil früher gab es keine so hochintensiven UVA-Lampen und deswegen hat das auch nie funktioniert. Und John Parrish, der nebenbei so ein bisschen Physik angehaucht war, der hat mit der Lampenfirma Silvania war das damals, eben Experimente mit Lampen gemacht und bis die dann diesen Phosphor, also das, was in der
drinnen ist in der Lampe selber, was dann letztlich die Absteuerung der Wellenlänge macht. Die haben dann das ausgearbeitet und sind eben auf eine sehr hochintensive UVA-Quelle gestoßen. Die wurde dann serienmäßig produziert und wir haben diese Lampen erst aus Amerika bezogen. Erst dann viel später hat Philips das auch gemacht, ne? Weil das natürlich das Geschäft für Europa war. Ja. Das heißt, es hat eigentlich schon vorher UVA-Versuche gegeben, die waren aber zu wenig effektiv wegen mangelnder Lampen. Also was ursprünglich eigentlich in Deutschland ist das entstanden, die haben Psoralen auf die Haut aufgetragen und mit einer Blacklight-Lampe, also diese Blaulicht bestrahlt. Und das hat ein bisschen funktioniert, aber nicht wirklich gut. Dann haben die Deutschen, das ist aber in den 50er Jahren schon gewesen, nicht? Ein gewisser Morta Zaui, ein Perser, hat das betrieben. Und deswegen hat man dann wieder aufgehört. Und vor allem das Lokale war auch nicht sehr praktisch, nicht? Und der Parrish und Fitzpatrick, also eigentlich die Idee war von Parrish, von John Parrish, war eben, dass man es oral nimmt, weil es ja der ganze Körper bestaltet und der hat eben dann eben bei der Entwicklung der Lampen mitgeholfen und das war eigentlich der Durchbruch, dass man das überhaupt verwenden konnte. Nicht? Gibt es sonst gute Erinnerungen, bemerkenswerte gute Erinnerungen an die Innsbrucker-Zeit? Eigentlich war ich sehr gerne dort, wir haben sehr schön gewohnt, da ist ein Hotel in Igls umgebaut worden zu Wohnungen und wir haben eine bekommen im zweiten Stock mit wunderschönem Blick, nicht auf die Serles und auf die Nordkette und also es war sehr schön dort auch zu wohnen, war sehr angenehm. Der Professor Wolf hat im Erdgeschoss gewohnt, im selben Hotel, nicht? Eine viel größere Wohnung, aber dafür hat er keine Aussicht gehabt, weil er ganz unten, er war im Speisesaal des ehemaligen Hotels. Nicht? Ja, sonst war es eigentlich ganz angenehm. Ich meine, vielleicht von der Klinik her noch sagen wir, heitere Geschichten. Nicht? Also es gab damals einen Vorstand der Kinderklinik, der hat gemeint, er kann die Dermatologie selber und er braucht keinen Konsiliar. Nicht? Und es ist immer wieder vorgekommen, dass in der Nacht, wenn der zu Hause war, die Oberärzte von der Kinderklinik angerufen haben und gesagt, könnt ihr nicht einer kommen, ohne dass ihr einen Brief hinterlässt und schaut das Kind an, wir wissen nicht, was wir mit dem tun sollen. Ne? Und da waren wir natürlich sehr befriedigt. Nicht? Eine andere eher, sagen wir, wenn man will, traurige Geschichte, da war ein Patient zu einer Nierentransplantation vorgesehen. Ich hatte Dienst und bin mitten in der Nacht angerufen worden, weil da gerade das Transplantationsteam zusammengekommen ist und die mich gerufen, weil er am Rücken seinen komischen dunklen Knoten hatte. Ne? Und bin hingekommen, das war ein ziemlich großes Melanom, der ist so groß vorgewölbt, also an sich eh letal, zumindest in dieser Zeit auf jeden Fall. Und ich habe diesem erstaunten, bereits komplett verhüllten Operationsteam gesagt, es wäre nicht gescheit, wenn sich jetzt eine Transplantation macht. Tut zum ersten Mal das Melanom entfernen. Und wenn er nach der Transplantation immunsupprimiert wird, wird wahrscheinlich das Melanom noch besser wachsen. Ne? Hab sie mit verdattertem Gesicht zurückgelassen, bin wieder zurückgegangen. Nicht? So hat also die Dermatologie eine Operation verhindert. Das sind so Schichteln, die einem erst so langsam wieder einfallen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sagen soll, aber das ist ein bisschen makaber. Das kann man dann noch überlegen, ja, wenn man es in der Gesamtschau sehen. Gibt es denn auch etwas, was negativ war jetzt, also schlechte Erinnerung ist? Eigentlich habe ich überhaupt keine schlechte Erinnerung. Ich habe dann eben ein gutes Verhältnis zu den Assistenzärzten, später auch einigen, die dann Oberärzte wurden, gehabt und ich kann mich nicht erinnern, dass. Also ich war eigentlich zufrieden und glücklich. Ich wäre auch noch länger geblieben. Allerdings hat man doch das Herz liegt dann doch in Wien und bin also ganz gern wieder zurückgegangen. Ich habe mich aber habilitiert in Innsbruck. Nicht? Also ich bin schon mit einer fertigen Habilarbeit nach Innsbruck gekommen, weil ich hatte an sich vor in Wien. Nicht? Und damals war es so, es wurden keine englischen Arbeiten angenommen. Du musstest ja Deutsch publiziert haben. Jetzt habe ich drei Arbeiten aus dem GID übersetzt und
wollte das bei der Wiener Klinischen Wochenschrift drucken lassen, weil die waren die üblichen, die die Bildschriften gedruckt haben. Und die haben 100.000 Schilling verlangt, weil so viele elektronenmikroskopische Bilder auch dabei waren. Ne? Aber bin ich zum Tabeiner gegangen, nicht, und habe gesagt, bitte braucht ihr eine Unterstützung. Ne? Hat er gesagt, ja, wenn Sie noch habilitieren wollen, dann ist das Ihnen Sache. Ne? Gut, ich habe also dann das Ganze genommen und bin auf Anraten vom späteren Professor Kerl aus Graz zu H&G gefahren. Ein gewisser Professor Grimmer war der Herausgeber dieses Blattes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber das heißt ein bisschen anders. Ja, also H&G hat es ja, geheißen. Ja. Sehr altes eigentlich. Ja, ja, ja. Und der Herr Professor Grimmer hat sich das angeschaut, ja, das ist ja wunderschön. Das ist eine schöne Arbeit, wir werden es in 3 Teilen publizieren. Ich habe gesagt, ja, das ist mir auch recht. Ne? Und so ist das publiziert worden. Und das habe ich dann in Innsbruck eingereicht und habe also ohne Probleme mich habilitiert. Einzig beim Kolloquium hat jener Kinderarzt, der eben uns nicht mögen hat, gesagt, also diese erythropoetische Protoporphyrie, die haben, sehen wir doch jeden Tag. Ne? Da habe ich gesagt, also dann sollen sie es zu uns schicken, weil wir haben vielleicht 20 in Österreich. Ne? Also, das war auch ein eher ein bisschen peinliches Moment, nicht? Aber ja. Das ist eigentlich eine ultraseltene Erkrankung. Natürlich, ja, ja. Damals wusste man noch nicht, es gibt eine dominante, es gibt eigentlich 4 Formen. Eine dominante, eine rezessive, eine X-linked, also es gibt 4 verschiedene, das haben wir damals aber noch nicht gewusst, aber alle 4 zusammen schauen gleich aus, klinisch natürlich. Die X-linked sind die, die dann im Leberversagen häufig sterben in jungen Jahren, nicht? Die anderen überleben, es haben halt nur die unangenehme Sonnenempfindlichkeit. Ja. Aber das hat der Herr Professor Berger damals nicht gewusst. Ja. Ah, der war das. Okay. Ja. Das habe ich ihn genannt, ja. Allgemein gesehen, die Medizin zu der Zeit, wenn man sie vergleicht mit dem, wie sie heute ist, wie sie sich weiterentwickelt hat, ist da auch was Bemerkenswertes? Naja, also wie wir nach Innsbruck gekommen sind, muss man schon sagen, haben wir eigentlich eine modernere Therapie, einmal nicht von der Wissenschaftlichkeit abgesehen, eine modernere Therapie eingeführt, weil und der Vorgänger war der Professor Niebauer, der allerdings nur sehr kurz dort war. Der hat aber schon einiges ein bisschen gebessert, weil früher wurden ausschließlich Farbstoffe verwendet in der Behandlung. Und Niebauer und wir dann später haben natürlich die üblichen kortisonhaltigen Salben und andere topische Präparationen verwendet, die einen Sinn hatten. Ne? Und so haben wir also wirklich die dermatologische Therapie dort, wenn man so will, zumindest up-to-date für den damaligen Zeitpunkt gebracht. Nicht? Und natürlich, es wurde kein Methotrexat verwendet, auch keine Steroide oral. Und so. Also es war eigentlich ein dermatologisches Mittelalter dort. Nicht? Ja, ich weiß nicht, also ich bin jetzt soweit mit den Fragen durch. Wenn dir noch irgendeine Anekdote vielleicht einfällt, die gut dazugehören würde, aber sonst wären wir auch schon... Naja, ein paar Anekdoten habe ich ja gesagt. Naja, es fällt mir eigentlich, nein, sonstige Anekdoten fallen mir im Augenblick das war nicht sehr ein. Sehr schöne dabei, muss ich sagen. Außer, dass ich ungefähr 350 Rigorosen abgehalten habe. Und das heißt, die jetzt in Tirol tätigen Dermatologen habe ich sicher ein Drittel davon geprüft. Ne? Manchmal mit gutem Erfolg, weil vor ein paar Jahren hat sich meine Tochter beim Harnankamm erstessen und hat furchtbare Schmerzen gehabt und ich bin nach St. Johann auf den Unfall gefahren und war der Primarius und hat gesagt, ja, Herr Professor, grüß Gott. Habe ich gesagt, Sie kennen mich? Ich sagte, ja, ich habe bei Ihnen eine Rigorosen gemacht. Sag ich, ja, was ist geworden? Hat er gesagt, Auszeichnung habe ich gekriegt. Ne? Da hat man gleich ein anderes Entree. Ne? Also, gut. Meine Tochter hat sich nichts gebrochen gehabt, das war wieder alles in Ordnung. Aber so kennen mich Leute noch immer und ich erkenne sie natürlich nicht, weil von den vielen Rigorosanten merkt man sich auch in Wien natürlich dann immer mehr. Ne? Also wie der Professor Niebauer die Klinik übernommen hatte, war die erste Sitzung der Österreichischen Dermatologischen Gesellschaft in Innsbruck seit Jahrzehnten, weil der alte Professor Konrad es abgelehnt hat, dort bei ihm Sitzungen abzuhalten. Und weil wir heute jetzt in Innsbruck waren, ist der Klaus Konrad, also sein Sohn, der an der ersten Hautklinik tätig war, hat einen mehr oder weniger großen Festvortrag gehabt. Nicht?
Und ich bin gerade über die Stiege zum Hörsaal hinaufgegangen und da kommt der alte Professor Konrad herunter und ich sage, ja bitte Herr Professor, aber jetzt spricht gerade, wird Ihr Sohn, hält jetzt gerade seinen Vortrag. Hat er gesagt, das ist mir egal, ich habe jetzt eine Kartenpartie.